Warum gibt es eine Dr. Martin Luther Straße, aber keine Elinor Dark Straße? Die Antwort ist in beiden Fällen die gleiche, weil wir zu wenig wissen. Wir wissen zu wenig über Luther, wir wissen aber auch zu wenig über Elli. Bei Luther wird Wissen verdrängt, bei Elli unterdrückt. Luther gilt als Befreier, als freier Geist, gar als Rebell. Nichts könnte der Wirklichkeit ferner sein. Luther war keiner, der unterdrückten Kreaturen zu ihrem Recht verhelfen wollte. Luther wollte die Unterwerfung, totaler als jeder andere zu seiner Zeit, totaler als selbst der totalitäre Papst. Für Luther galt die Obrigkeit alles, das Individuum nichts. Die spürten zuvorderst die aufständigen Bauern. Dreierlei grauenhafte Sünden gegen Gott und Menschen laden diese Bauern auf sich, womit sie den Tod an Leib und Seele vielfach verdient haben. Erstens haben sie ihrer Obrigkeit Treue und Ergebenheit geschworen, dass sie ihr untertänig und gehorsam sein wollen, wie es Gott gebietet, wenn er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und im Römerbrief 13, jedermann sei der Obrigkeit untertan. Denn es gibt keine Gewalt, die nicht von Gott wäre. Wer der Gewalt widersteht, der widersteht Gottes Ordnung. Weil die Bauern aber diesen Gehorsam mutwillig und mit Gewalt brechen und sich darüber hinaus ihren Herren widersetzen, haben sie damit Leib und Seele verwirkt, wie es steht, die treulosen, meineidigen, lügenhaften, ungehorsamen Schurken und Bösewichte tun. Die unterdrückten Bauern hatte zuvor ihre Hoffnung in Luther gesetzt. Denn dieser hatte von der Freiheit des Christenmenschen geschrieben. Doch auch die Menschen zu Lebzeiten Luthers wussten zu wenig über Luther. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Nur ein Theologe versteht die Logik hinter diesem Widerspruch. Ein vernünftiger Mensch weiß, wer so schreibt, dreht die Wahrheit, wie es ihm gerade passt. Und Luther drehte. Denn die Taufe macht nicht Leib und Gut frei, sondern die Seele. Die Bauern aber verstanden nichts von Luthers Theologie. Die Bibel des Bibelübersetzers legt sie auf ihre Art aus. Bitte, liebe Frau Malnach, wollen Sie kurz vorlesen, was die Bauern schrieben? Zum Dritten ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Leibeigene gehalten hat, welches zum Erbarmen ist, angesichts, dass uns Christus alle mit seinem kostbaren, vergossenen Blut erlöst und erkauft hat, den Hirten gleichwohl als den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum findet sich in der Schrift, dass wir frei sein und sein wollen. So schrieben die aufständigen Bauern in ihren berühmten 12 Artikeln von 1525, der erste Niederschrift von Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Für Luther war damit die Grenze des Erträglichen erreicht. Damit werden sie die allergrößten Gotteslästerer und Schänder seines heiligen Namens und ehren zu den Teufel und dienen ihm unter dem Vorwand des Evangeliums, womit sie gewiss 10-mal den Tod an Leib und Seele verdienen. Denn nie habe ich von einer hassenswerteren Sünde gehört. Und Luther erweist sich als würdiger Hassprediger seiner und aller Zeiten. Darum soll jeder, der kann, hier zuschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, und daran denken, dass es nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres geben kann als einen aufrührerischen Menschen, so wie man einen tollen Hund totschlagen muss. Damit auf ja keiner menschlicher Gefühle wegen Gnade zeige, liefert er gutes Gewissen frei Haus. So soll nun die Obrigkeit hier getrost weiter gegen sie vordringen und mit gutem Gewissen dreinschlagen, solange sie einen Muskel regen kann. Denn hier besteht ihr Vorteil darin, dass die Bauern böse Gewissen und unrechte Gründe haben. Die Obrigkeit aber hat ein gutes Gewissen und rechte Gründe und kann deshalb zu Gott mit aller Sicherheit des Herzens sagen: Sieh da, mein Gott, du hast mich zum Fürsten oder Herrin eingesetzt, woran ich nicht zweifeln kann, und hast mir das Schwert gegenüber den Übeltätern anvertraut. Also muss ich dieses Amt ausüben, denn sonst verliere ich deine Gnade. Er,
der Prediger gegen den Ablass verspricht Ablass für jeden ermordeten Bauern. Solch eigentümliche Zeiten sind jetzt, dass ein Fürst den Himmel besser mit Blutvergießen verdienen kann, als andere mit Beten. Darum, ihr lieben Herren, erlöst hier, rettet hier, helft hier, erbarmt euch der alten Leute, der armen Leute. Steche, schlage, töte hier, wer kann. Und nach so einem Mensch ist eine Straße benannt. Und Elie Maldac hat auch sie Hass gepredigt, den Menschen zum Untertanen erklärt und zu Massakern aufgerufen. Aus ihrem Tagebuch, 13. September 1927. Der Mensch ist die höchste Souveränität, die es gibt. Aber den Weg zu seinem Ziele finden, das ist das ungeheure Problem. Gut werden, das ist und bleibt das Einzige und Letzte. Aber das Gute zur Erkenntnis zu bringen und tun, das ist es. Der Weisheit letzte Schluss ist die milde und die unversiegbare Liebe. Warum ist nach Elie Maldac keine Straße benannt? Für den jede Obrigkeit von Gott eingesetzt galt, war selbst keineswegs gehorsam. Er bedachte seine Obrigkeit, den Papst, mit dem wüstesten Wort aus seiner wahrlich nicht an wüsten Worten armen Sprache, als Teufel. Dies ist die allerärgste Grundsuppe aller Teufel in der Hölle, dass der Papst solche Gewalt dahin ausdehnt, dass er Macht haben will, Gesetze und Artikel des Glaubens aufzustellen, die Schrift, welche er nie gelernt, nicht kann, auch nicht wissen will, nach seinem tollen Sinn zu deuten. Er will alle Welt zwingen, seiner Lehre zu glauben und lernt doch nichts als eitel Abgötterei und zerstört alles, was der Gottessohn, unser Herr, mit seinem Blut erworben hat. Und das nennt er in seinen teuflischen, spitzbübischen Dekreten richtig getan und gehorsam der Kirche und brüllt daher wie besessen und voller Teufel, dass wer ihm und seiner römischen Kirche nicht gehorsam ist, der könne nicht selig werden. Wer aber gehorsam ist, wird selig. Und alles kommt darauf an, dass ihm alle Welt gehorsam und untertan sei. Gottes Lästerungen mit dem Teufel aus dem Hintern geboren. Luther ging es nie um die Obrigkeit, um den Glauben, um die richtige Auslegung der Schrift. Luther ging es immer nur um eines, um Luther. Jeder, der seine oberste Autorität nicht bedingungslos anerkannte, war eine Sau, ein Forz, ein Teufel oder eine Wanze. Zum Beispiel Erasmus von Rotterdam. Der wagte, Luthers wahnsinnige Lehre von der absoluten Vorherbestimmtheit allen Seins zu in Frage zu stellen. Ob ein Mensch in den Himmel komme oder in der Hölle, hänge nur von Gott ab und seinen Launen. Das weiß Luther. Kein noch so gutes Werk kann daran etwas ändern. Einen freien Willen gibt es nicht. Es ist notwendig und heilsam für den Christen zu wissen, dass Gott nichts zufällig vorher weiß, sondern dass er alles mit unwandelbarem, ewigem und unfehlbarem Willen sowohl vorhersieht, sich vornimmt und ausführt. Durch diesen Donnerschlag wird der freie Wille zu Boden gestreckt und ganz und gar zermalmt. Bitte, Frau Maldac, was schrieb Erasmus dagegen? Unter den vielen Schwierigkeiten,
die einem in der Heiligen Schrift begegnen, ist kaum ein so unergründlicher Irrgarten wie der vom freien Willen. Vor kurzem wurde dieser Gegenstand wieder hervorgeholt von Martin Luther. Alles, was Menschen tun, und seien sie noch so fromm, wäre Sünde, die ewige Verdammnis eintrüge, wenn nicht der Glaube und Gottes Barmherzigkeit sich ins Mittel legte. Wenn man sagt, unser Wille könne nicht mehr leisten als der Ton in der Hand des Töpfers, dann stoße ich auf viele Bedenken. Und wie reagierte Luther auf Erasmus' Schrift vom freien Willen? Es ist nicht zu beschreiben, was für einen Ekel ich an dem Büchlein vom freien Willen habe. Wer den Erasmus zerdrückt, der würgelt eine Wanze und diese stinkt noch tot mehr als lebendig. Die Täufer, Reformatoren wie er, reformierten die Taufe. Zuerst sei der Glaube, dann die Taufe. Darum seien Kindstaufen wichtig. Und sie fanden die Begründung in der Bibel. Die Taufe soll all denen gegeben werden, die über die Buße und Änderung des Lebens belehrt worden sind und von sich selbst aus fordern. Damit wird jede Kindertaufe ausgeschlossen. Dafür habt ihr Beweise und Zeugnisse in der Schrift und Beispiele bei den Aposteln. Matthäus 28, Markus 16, Apostelgeschichte 2, 8, 16 und 31. Doch nur einem gebührt die rechte Bibelauslegung, Luther. Der urteilt: In Summa, die Wiedertäufer sind zu frevelhaft und frech, denn sie sehen die Taufe nicht für eine göttliche Ordnung oder Gebot an, sondern als wäre es ein Menschentanz. Und er und sein Melanchthon, Schreibtischtäter: Wie die weltliche Obrigkeit schuldig ist, öffentliche Gotteslästerung zu wehren und strafen, also ist sie auch schuldig, öffentlicher falscher Lehre und Ketzereien in eigenen Gebieten und an Personen zu wahren und zu strafen. Und Kraft dieses Gebotes haben Fürsten und Obrigkeiten Macht und Befehl, unrechte Gottesdienste abzutun und dagegen rechte Lehre und rechten Gottesdienst aufzurichten. Dazu dient auch der Text Levitikus 24, wer Gott lästert, der soll getötet werden. Es darf nur einen geben, der Gott erklärt, Luther. Selbst die Engel sind dessen nicht würdig. Ich will meine Lehre umgerichtet haben, auch von allen Engeln. Denn da ich ja gewiss bin, will ich durch sie euer und auch der Engel Richter sein, dass, wer meine Lehre nicht annimmt, nicht möge selig werden. Denn sie ist Gottes und nicht mein. Darum ist mein Gericht auch Gottes und nicht mein. Und nach so einem größten wahnsinnigen Menschen ist eine Straße benannt. Und Ellen Maldack, war auch sie eine fundamentalistische Fanatikerin, die Andersdenkenden den Tod wünschte? Aus ihrem Tagebuch, 13. September 1927. Es zieht mich hin zum modernen, großstädtischen, lebensrealen und heiteren. Und doch bin ich im Herzen so namenlos leer und unbefriedigt. Das Leben scheint mir sinnlos, wenn kein Inhalt es füllt. Wo diesen suchen? Ich habe in den Sommermonaten eine vollständige innere Umstellung erfahren. Irene mit ihren umstürzlerischen Ideen hat mir Ungeheures gegeben und ich habe alte Formen zerbrochen. Meinen Glauben, meinen persönlichen Gott, den ich trotz meiner freien, außerkirchlichen Anschauungen doch immer zutiefst und heimlichst in mir getragen, habe ich von mir gegeben. Und ich habe es bewusst und mit voller Überzeugung getan, weil ich alle Schäden gesehen und erkannt habe, die der anerzogene Glaube mir unwiederbringlich geschlagen und es an Tausenden immer noch tut. Meine schönsten Jugendjahre, die ich in jenem Wahnwitz verloren, standen unter diesem Zeichen. Die ganzen späteren kostbaren Lebensjahre versäumte man mit diesem Hoffen und Trauen auf die führende göttliche Hand, statt dass man der Wirklichkeit in die Augen geschaut und nach seinem natürlichen Gefühl gehandelt. Immer dieses Rechnen und Operieren mit angenommenen Dingen.
Immer diese feige Flucht vor der Wirklichkeit, dieses sich vertrösten auf Besseres, wofür doch keine Gewähr ist. Und all die falschen Moral- und Gesellschaftsbegriffe, alles Alte habe ich in mir gestürzt. Ich fühlte mich frei und erleichtert, als ich all den alten Belast von mir geworfen und ein ungeheurer innerer Aufschwung war die Folge. Es soll alles menschliche Streben zur Liebe für das andere werden. Die Welt Luthers war eine schwarz-weiße, nur Gott und Teufel. So ist der menschliche Wille in die Mitte gestellt zwischen Gott und Satan wie ein Reittier. Wenn Gott sich darauf gesetzt hat, will und geht er, wohin Gott will. Wenn Satan sich darauf gesetzt hat, will und geht er, wohin Satan will. Viele sah Luther als Reittier des Satans. Wir hörten schon die aufständischen Bauern, den Papst, die Täufer. Doch dies ist nur eine kleine Auswahl. Vermutlich ist es leichter aufzuzählen, wen Luther nicht als Satans Reittier sah. Allein seinen Anhängern, sofern sie keine Behinderung zeigten. Denn Behinderte galten als Wechselbälger, die jungen Müttern im Tausch gegen ihr gesundes Kind vom Teufel untergeschoben wurden. Vor 8 Jahren war zu Dessau eins, dass ich, Dr. Martin Luther, gesehen und angegriffen habe, welches 12 Jahre alt war, seine Augen und alle seine Sinne hatte, dass man meinte, es wäre ein rechtes Kind. Dasselbe tat nichts außer fressen, und zwar so viel wie 4 Bauern oder Drescher. Es saß, schiss und seichte. Wenn Schaden im Haus geschah, so lachte es. Ging es aber wohl, so weinte es. Diese 2 Tugenden hatte es an sich. Da sagte ich zum Fürsten zu Anhalt, wenn ich da Fürst wäre, so wollte ich mit diesen Kindern an das Wasser gehen und wollte es töten. Aber der Fürst zu Anhalt wollte mir nicht folgen. Da sprach ich, so solltet ihr in den Kirchen die Christen täglich ein Vaterunser beten lassen, dass der liebe Gott den Teufel hinwegnehme. Da starb dasselbige Wechselkind im anderen Jahr danach. Warum ich solches getan habe? Man solle die Wechselbälge ersäufen, denn solche Wechselkinder sind lediglich ein vom Satan in die Wiege gelegtes Stück seelenloses Fleisch, das nicht gedeiht, sondern nur frisst und zeugt. Ein feiner Religionsgründer nicht will eigenhändig Kinder ersäufen und Hexen verbrennen. Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an. Sie können ein Kind verzaubern. Ach, können Sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzehrt wird? Sie verabreichen Tränke und Beschwörungen, um Hass hervorzurufen, Liebe, Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, auf dem Acker. Über eine Entfernung von 1 Meile und mehr machen Sie mit Ihren Zauberpfeilen Hinkende, dass niemand heilen kann. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder. Mit denselben soll man keine Barmherzigkeit haben. Ich wollte sie selber verbrennen. Immerhin, Grauen wurden von Luther geduldet, denn sie erfüllten einen edlen Zweck. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. Und wenn dieser Zweck sie umbringt, was schadet es? Der Tod im Kindbett
ist nichts weiter als ein Sterben im edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frauen sich aber auch müde und zuletzt tot tragen, das schadet nichts. Lasst sie nur tot tragen, sie sind darum da. Man sagt Luther nach, er hatte immerhin eine positive Einstellung zur Sexualität, zur männlichen. Darum hat das Neidlein ihr Punzilein, das ist dem Manne ein Heilmittel bringen. Und wenn das angetraute Punzilein nicht mag? Will die Frau nicht, so kommt die Magd. Und Luther bekennt, so wenig ich Berge wegwälzen, mit den Vögeln fliegen, neue Sterne erschaffen, mir die Nase abbeißen kann, so wenig kann ich die Unzucht lassen. Nimmt sich die Frau aber das Gleiche heraus, dann wehe Gott. Wenn ich Richter wäre, so wollte ich eine solche französische giftige Hure rädern und ädern lassen. Und nach so einem Menschen ist eine Straße benannt. Und Elimaldan, spricht sie auch Menschen das Lebensrecht ab aus ihrem Tagebuch 9. Oktober 1928? Der Funke hat endlich gezündet. Eine neue Welt hat sich mir aufgetan. Endlich, endlich habe ich meinen Weg gefunden. Was ich Zeit meines Lebens gesucht und mit heißen Schmerzen ersehnt, endlich sehe ich es vor mir. Wie ein Sturm ist die Erkenntnis in mich gefahren und nun wütet es in mir wie eine neue Gottheit. Ich bin voll Glück und Schmerz zugleich. Glücklich, weil ich nicht mehr die jammervolle Qual des halben Lebens in mir trage. Voll Jammer, weil ich das unsägliche Elend der bedrückten Menschheit vor mir sehe und in mir leide. Ich sehe alle Tage dutzendmal, wie gut die Menschen sind, wie leicht und einfach das Leben, wie selbstverständlich alles. Und zugleich sind diese armen Menschen so jammervoll verirrt, so grässlich irregeleitet. Gebt den Menschen ihre Rechte und sie werden alle gut sein. Nun fällt mir alles leicht und alles versteht sich von selbst und alle Kräfte stellen sich ein, seit ich den Urquell des Lebens erkannt habe und den Weg des Menschenrechts gehe. Erschlagen vom Bauern, zerdrücken von Gelehrten wie eine Wanze, töten von Täufern, ersäufen von Wechselbelgern, verbrennen von Hexen, rädern von Ehebrecherinnen. Prediger sind die allergrößten Totschläger, denn sie ermahnen die Obrigkeit, dass sie entschlossen ihres Amtes walte und die Schädlinge bestrafen. Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen. All ihr Blut ist auf meinem Hals. Aber ich schiebe es auf unseren Herrgott. Er hat mir befohlen, solches zu reden. Zum Glück und dank der Aufklärung ist Luther, der selbsternannte Mund Gottes, für diese Menschenglieder schon lange kein Totschläger mehr. Doch Luthers größte Totschlägertat sollte noch kommen.
Liebe Frau Maldach, was sagte Julius Streicher, der Herausgeber der Nazi-Postille der Stürmer beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozess? Antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. Es wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank. In dem Buch Die Juden und ihre Lügen schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien ein... Luther, was schrieb Luther über die Juden? Ich weiß es nicht mehr. Luther schrieb, ihr seid Schlangengezücht und Teufelskinder. Ich habe nur die Bibel zitiert. Luther. Matthäus 23. Luther schrieb, erstens soll man ihre Synagogen verbrennen und wer es hat, werfe Pech und Schwefel hinein. Wenn jemand Höllenfeuer dazu tun könnte, dann wäre das auch gut. Das war die Zeit, das waren die Umstände. Luther schrieb, zweitens sollte man auch ihre Häuser abbrechen und zerstören, denn sie treiben darin genau dasselbe wie in ihren Synagogen. Stattdessen mag man sie etwa unter ein Dach oder in einen Stall tun, wie die Zigeuner. Das waren die Umstände, das war die Zeit. Drittens verbiete man ihnen bei Verlust von Leib und Leben, bei uns Gott öffentlich zu loben, zu danken, zu ihm zu beten und über ihn zu lehren. In ihrem Land oder sonst wo mögen sie das tun, aber wir Christen wollen davon nichts hören oder wissen. Ja, das habe ich geschrieben. Wir Christen haben doch das Recht, keine gotteslästerlichen Reden zu hören. Viertens soll ihnen verboten werden, den Namen Gottes vor unseren Ohren auszusprechen. Denn wir können das mit gutem Gewissen weder anhören noch ertragen. Weil ihre lästerlichen und verfluchten Mäuler und Herzen Gottes Sohn nicht nur einen Lügner und Fälscher heißen, sondern die Lüge und die Falschheit selbst, was schlimmer als der Teufel ist. Jawohl. Zum Fünften soll man den Juden das freie Geleit auf den Straßen ganz und gar verwehren und verbieten, denn sie haben nichts im Land zu suchen. Zum Sechsten soll man ihnen Wuchern verbieten und man nehme ihnen alle Barschaft und Wertsachen wie Silber und Gold. Siebtens soll man den jungen und starken Juden und Jüdinnen Pflege, Axt, Hacke, Spaten, Spinnrocken und Spindel in die Hand geben und sie ihr Brot verdienen lassen im Schweiße ihres Angesichts. Denn das kann nicht sein, dass sie uns im Schweiße unseres Angesichts arbeiten lassen und sie, die heiligen Leute, das Ergebnis unserer Arbeit hinter dem Ofen, im Müßiggang mit Rülpsen und Furzen verzehren wollen. Man müsste sie notfalls zur Arbeit prügeln. Denn eine ungeheuerliche, boshafte, von Gift durchdrungene und von Teufeln besessene Sache ist es mit diesen Juden, die seit 1400 Jahren unsere Plage, unsere Pest und unser Unglück waren und es noch immer sind. Wir sind ihre Hauswirte und sie rauben und saugen uns aus, hängen uns am Hals, die faulen Bösewichte und trägen Wänste, saufen, fressen, haben gute Tage in unserem Haus. Pfui euch hier, pfui euch dort und wo immer ihr seid, ihr verdammten Juden, dass ihr euch traut. Ihr seid es doch nicht wert, dass ihr die Bibel von außen ansehen, geschweige denn drin lesen dürft. Ihr solltet nur die Bibel lesen, die unter dem Schwanz der Sau steht und ihr sollt die Buchstaben, die darunter herausfallen, fressen und saufen. Von unserem obersten Herrn wünsche und erbitte ich mir, dass sie gegen diese elenden Leute eine gnadenlose Barmherzigkeit üben mögen. So wie hilfsbereite Ärzte mit Unbarmherzigkeit vorgehen und schneiden, sägen, brennen, Fleisch, Adern, Mark und Knochen abtrennen, so verfahre man auch hier, verbrenne ihre Synagogen, zwinge sie zur Arbeit und verfahre ihnen mit aller Unnachsichtigkeit, so wie es Mose in der Wüste tat, als er 3000 totschlug, damit nicht das ganze Volk verdorben werde. Ich habe das meine getan. Jeder muss sehen, wie er das seine tut. Ich bin entschuldigt. Luther, hau ab! Nein! Nein! Nun, wissen wir alles über Luther. Aber was wissen wir über ihn? Sie wurde 1893 in Erlangen geboren, machte eine Lehrerinnenausbildung und war von 1920 bis zu ihrem Tod 1930
an der von der Tann Volksschule in der Regensburger Altstadt, kaum 200 Meter von hier entfernt, tätig. Sie war die erste evangelische Volksschullehrerin in Regensburg. In den letzten 3 Jahren ihres Lebens führte Elli ein Tagebuch. Darin ist eindrücklich die Geschichte ihrer Wandlung abzulesen. Elli schlug die entgegengesetzte Richtung von Luther ein. Auch sie stammte, wie der Religionsgründer, aus einem autoritären, prügelnden Elternhaus. Doch statt zu Kreuze zu kriechen und Obrigkeit nebst Vatergott über alles zu stellen, der Hass auf den Vater wurde von Luther auf Andersdenkende projiziert, bewältigte Elli den Konflikt mit der brutalen Pater Familias und befreite sich von dessen fanatischer religiöser Erziehung. Sie ging nicht wie Luther den Weg der bedingungslosen Unterwerfung und des Hasses, sondern den Weg des Menschenrechts, den Weg der Liebe. Natürlich war Elli keine Heilige. Ihr Tagebuch zeugt von ihren inneren Kämpfen. 5. März 1929. Der Weisheit letzte Schluss ist die Liebe zu allen Menschen und Hass gegen die Menschen, damit du sie bekämpfen kannst. Aber es ist ein Unterschied. Ohne Hass und Gewalt lässt sich das Unterdrückersystem nicht beseitigen. Die Liebe zur Menschheit greift in diesem Falle zur Waffe, um den Weg zum Lieben können frei zu machen. Freilich spüre ich vorerst, wie das andere Element sich in den Vordergrund tritt. Umso mehr wird die Masse die hässlichen Züge der Unduldsamkeit annehmen. Und das Gesicht der Kämpfer zeigt nicht den Frieden und die Abgeklärtheit, die jene von der anderen Seite bei großen Persönlichkeiten suchen. Warum sind auf dem Gesicht eines Lenin Misstrauen und Zynismus zu lesen? Weil er eben ein Kämpfer gegen das Falsche und Überlebte und Unwahre war. Sich selbst nicht zählen. Ich war doch schon so weit. Das brachte mich ja auch zum endgültigen Entschluss zum Kommunismus. Aber ich will ja immer noch etwas leisten. Das ist meine Ich-Sucht. Und das muss weg. Sich selbst nicht zählen. Kommunistin mag sein. Eine ehemalige Schülerin von ihr, Anna Maria Schneider, konnte sich auch im hohen Alter noch gut an ihre einstige Lehrerin erinnern. Sie war, sage ich immer, der Zeit voraus. Sie hat einem viel fürs Leben gegeben. Und außerdem haben sie bei uns in der Schule erzählt, dass sie von dem Wenigen, das sie verdient hat, manche Mark für Arbeitslose gegeben hat, dort, wo sie Klavier gespielt hat. Damals hat es ja diese vielen Arbeitslosen gegeben. Also war sie eine Idealistin für mich. Wenn sie eine Kommunistin war, war sie für mich eine Idealistin, eine Edelkommunistin. Elli war aber vor allem ein moderner Mensch. Sie machte sich selbst ein Bild von der Welt, unternahm Reisen in die Normandie, nach Paris, Kroatien, Wien, Berlin, auch eine Schiffsreise nach Spitzbergen am Polarkreis. Sie war schon früh in Verbindung mit einem der bekanntesten Linksintellektuellen der damaligen Zeit, Henri Barbusse. Und sie ging neue, moderne Wege in die Erziehung. Wieder ihre ehemalige Schülerin Anna Maria Schneider. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass sie mit unserer Klasse zur Ausstellung Der Mensch im Regensburger Stadtpark gegangen ist. Und zwar war das eine Ausstellung, wo man gesehen hat, wie Kinder entstehen. Und meine Mutter war froh. Sie hat gesagt, da muss ich dich nicht aufklären. Deswegen musste aber Fräulein Maldack zum Schulrat gehen. Sie hat eine Verweisung bekommen. In der 8. Klasse war das. Selbstverständlich waren auch Prügelstrafen bei ihr undenkbar, die noch lange nach ihr offizielles Erziehungsmittel waren. Das alles machte sie außerordentlich beliebt bei Schülerinnen und natürlich auch Eltern. Sie sei wie eine Mutter gewesen, wegen ihr sei man gerne in die Schule gegangen. Elli war unverheiratet, denn es galt in Bayern damals das sogenannte Lehrerinnenzölibat. Sie hatte aber einen Freund in Augsburg, Alfred, mit dem sie sich heimlich traf. Die Beziehung verlief aber nicht harmonisch. An ihre Freundin Irene Neubauer schrieb sie: Der Freund macht mir keine rechte Freude mehr
und ich suche nun doch den Weg, mich endgültig von ihm zu trennen. Die moderne Ellie hatte eben andere Pläne als Kinder und Küche. Tagebucheintrag vom 13. September 1927. Die Ehe ist mir nicht mehr das Erstrebenswerte. Die Familie ist mir mehr die Stätte des Egoismus und vieler Lebenshemmungen als die Quelle der Erholung und des Fortschritts. 28. Juni 1930. Ellie Maldach wurde, obwohl sie einen hervorragenden Ruf als Lehrerin hatte, zum 1. Juli von der Schulbehörde fristlos entlassen. Wie es dazu kam, beschrieb Ellie noch am gleichen Tag in einer ausführlichen Stellungnahme für die Zeitung Regensburger Echo. Es ist das einzige Dokument, das je von ihr für die Öffentlichkeit geschrieben wurde. Darum sei es ausführlich zitiert. Was liegt überhaupt vor? Seit etwa 2 Jahren interessierte ich mich intensiver als bisher für Politik. Die soziale Bewegung lag mir besonders am Herzen, hatte mir doch gerade meine schon langjährige Tätigkeit und die Erfahrung von Kollegen, besonders in größeren Städten, einen tiefen Blick in die soziale Not unserer Zeit tun lassen. Ich besuchte politische Wahlversammlungen aller Richtungen, las die Presse von links nach rechts, vertiefte mich in politischer Literatur, beobachtete die täglichen Vorgänge schärfer wie bisher. Allmählich erkannte ich klar die schreiende Ungerechtigkeit unserer Gesellschaftsordnung. Dann wollte ich die kommunistische Bewegung näher kennenlernen. Ich ging in mehrere kommunistische öffentliche Versammlungen, zum Beispiel in eine Eugen Levin Gedächtnisfeier, in eine Erwerbslosenversammlung, in einen Vortrag über Russland, auch öffentliche Vorträge vom Deutschen Freidenkerverband hörte ich mir an. Ich versuchte auch, in persönliche Fühlung mit den Leuten der kommunistischen Bewegung zu kommen, um sie näher kennenzulernen und mir ein eigenes Urteil über diese landesüblich verfemte Klasse von Menschen bilden zu können. Um mir einen Einblick in die Ziele und Wege der Bewegung zu verschaffen, beteiligte ich mich an zwanglosen Zusammenkünften im Familienkreis, wo Fragen besprochen wurden wie: Was wollen Kommunisten? Die Frau und der Sozialismus? Der 5-Jahresplan der Sowjetunion? Was mir am meisten zur Last gelegt wird, ist die Tatsache, dass ich einige Wochen hindurch an Singstunden von Parteimitgliedern und Sympathisierenden, wo Lieder geübt wurden wie Internationale oder Brüder zur Sonne, zur Freiheit, teilgenommen habe. Ich habe dabei des Öfteren Klavier gespielt und mitgesungen. Die Polizei hatte anscheinend bald Kenntnis von meinen Besuchen solcher Veranstaltungen. Im März dieses Jahres wurde ich zu Herrn Oberschulstadtrat Freudenberger gerufen, der mich in freundschaftlicher, persönlicher Weise auf die eventuellen Folgen meiner Sympathie aufmerksam machte. Darauf beschränkte ich meine Besuche. Im März dieses Jahres bekam ich längeren Besuch von einer Freundin und Kollegin, die die gleiche Weltanschauung hat wie ich. Diese hatte das Schicksal der vielen unständigen Lehrerinnen in Thüringen, die durch die Sparmaßnahmen der dortigen Regierung abgebaut worden waren, und ich nahm sie darum vorübergehend in meine Wohnung auf, weil sie mittellos ist. Meine Freundin erlaubte sich, anlässlich einer Gerichtsverhandlung Ende März auf dem Flur des Gerichtsgebäudes bis zum Beginn der Verhandlung mit einem Kommunisten zu sprechen. Darauf wurde sie nach Schluss der Verhandlung von der Kriminalpolizei festgenommen, zwecks Feststellung ihrer Personalien und Durchsuchung ihrer Koffer und Taschen. Anschließend wurde auch bei mir Haussuchung gehalten, unter Vorwand der Suche nach Zersetzungsschriften. Die Durchsuchung brachte aber nichts Belastendes zutage, weder bei mir noch bei meiner Freundin. Man stellte lediglich fest, dass ich marxistische Literatur und Zeitungen las, dass ich Mitglied von mehreren linksgerichteten Organisationen bin, die aber nicht parteipolitisch eingestellt sind, wie Arbeiterabstinentenbund, Internationale der Bildungsarbeiter, Freier Turn- und Sportverein, Bund der Freunde der Sowjetunion. Vor 14 Tagen bat ich
den Oberschulrat um eine Woche Urlaub vor den Ferien zum Besuch einer internationalen pädagogischen Ausstellung in Leningrad, zusammen mit einer Gruppe norddeutscher Lehrer. Die Stadtschulbehörde verlor keinen Ton des Staunens, geschweige denn der Warnung, sondern verwies mich mit aller Freundschaft darauf, ein diesbezügliches Gesuch über die Regierung an das Ministerium zu richten. Statt der Antwort erhielt ich vergangenen Samstag, den 28. Juni, die Zustellung der fristlosen Entlassung. Ich weiß nicht, was die Akten, die die Regierung zusammen mit der Polizei über mich gesammelt hat, alles enthalten. Ich habe kein Recht, sie einzusehen. Man hat vorher von keinen anderen Maßregelungen Gebrauch gemacht. Man lässt es vollständig unberücksichtigt, dass ich seit Seminaraustritt schon 17 Jahre im Dienst stehe, dass ich 4 Jahre Kriegsaushilfe auf dem Land geleistet habe, dass ich 10 Jahre an der 8. Klasse zur vollsten Zufriedenheit der Eltern und Behörden ohne jegliche Beanstandung auch in den letzten Jahren tätig war. Am 1. September 1930 würde ich schulrechtlich in das unwiderrufliche Verhältnis eintreten. Trotz dieser langjährigen, einwandfreien Dienstleistung benutzt man die 2 Monate bis zur Unwiderruflichkeit, um mich von einem Tag auf den anderen auf die Straße zu werfen, ohne mir auch nur eine Spur von Möglichkeit zu lassen, mich nach einer neuen Existenz umzuschauen. Gezeichnet Elli Maldack. Als Elli Maldack geschrieben, hatte sie nur noch 20 Tage zu leben, davon lediglich 8 Tage in der Freiheit. In diesen 8 Tagen schaltete sie den Bayerischen Lehrerinnenverband ein, organisierte eine Versammlung, in der alle Eltern ihrer Kinder für sie unterschrieben, nahm sich einen Anwalt und informierte die Presse. Das war der Staatsmacht wahrscheinlich zu viel. Am 9. Juli, also nur 9 Tage nach ihrer Kündigung, wurde Elli Maldack wegen gemeingefährlicher Geisteskrankheit in die Heil- und Pflegeanstalt Karl-Kraus-Brühl gewaltsam eingeliefert. Angeblich hatte sie zum Schutz vor Spitzeln einen Vorhang so fest zugezogen, dass dieser zerriss. Selbst wenn das die Wahrheit gewesen wäre, wäre die Einweisung in die Geschlossene mit einer derartigen Lappalie schon selbst ein Skandal. Aber die Sache stimmte nicht einmal. Egal, die Kinderverderberin muss weg. Nach 11 Tagen Irrenhaus, so nannte man damals diese Anstalten, war Elli Maldack tot. Die Ursache ist bis heute ungeklärt. Sie wurde nur 36 Jahre alt. Nach ihrem Tod ging ein Aufschrei durch Regensburg und auch durch Deutschland. Allgemein war vom Justizmord die Rede. Laut Presse kamen 3000 Menschen zu ihrer Beerdigung. Die Polizei zählte natürlich nur 500. Namhafte Zeitungen berichteten ausführlich, wie zum Beispiel die Berliner Weltbühne des späteren Friedensnobelpreisträgers Karl Konosiecki. Bedeutende Künstler wie Walter Mehring oder Ödon von Horváth schrieben Werke über sie. Auch ein Regensburger und guter Freund von ihr, Josef Wolfgang Steinbeißer, schrieb unmittelbar nach ihrem Tod ein Bühnenwerk. Dieses Bühnenwerk wurde erst im Jahr 2014 uraufgeführt. Außerdem gab es mehrere Landtagsdebatten zum Fall Maldack. Doch die damalige Bayerische Volkspartei, die Vorgängerin der heutigen CSU, wehrte alle Angriffe ab. Elli wurde bis heute nicht rehabilitiert. Woher das große Interesse an einer Volksschullehrerin aus Regensburg? 1930 war das Umbruchsjahr. Die Weimarer Demokratie hörte auf zu existieren. Präsidialdekrete traten an ihre Stelle und immer frecher trat der Nazi-Pöbel auf unter wohlwollender Duldung der konservativ-klerikalen Staatsmacht. Der zivilisierte Teil der Bevölkerung stellte sich bang die Frage, wo führt das hin, wenn jemand wie Elli Maldack eigentlich nur ein guter Mensch sein wollte, dafür den Tod erfährt. Der engagierte Regensburger Journalist Rupert Limmer schrieb kurz vor dem Ende Elli Maldacks am 4. Juli 1930 im Regensburger Echo: Was heute
einer des Kommunismus verdächtigen Lehrerin passiert, kann morgen jedem Menschen passieren, der überhaupt nur sich zu denken erlaubt, was mit der offiziellen Lesart nicht übereinstimmt. Wie recht Limmer mit seiner Prognose hatte, wissen wir heute. Luthers feuchtester Traum wurde Wirklichkeit. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Gibt es eine Elementarstraße, eine Elementarschule, ein Elementartheater? Seit über 20 Jahren wird jeder Versuch, eine öffentliche Einrichtung nach ihr zu benennen, verhindert. 1992 stellten die FDP und die Freien Wähler den Antrag, die Van der Tann-Schule nach ihr zu benennen. Von der CSU-Mehrheit abgelehnt. 1994 stellten die Grünen den Antrag, die nach dem Nazi- und ehemaligen CSU-Oberbürgermeister Hans Hermann benannte Volksschule, die Elementarschule umzubenennen. Die Umbenennung der Hans-Hermann-Schule wurde damals abgelehnt. 2007 stellte eine studentische Theatergruppe den Antrag, eine Studierendenbühne an der Universität nach ihr zu benennen. Von Studentenwerk und Universität abgelehnt, weil die betreffende Gruppe mit ihrem Engagement hartnäckig bleibt, droht ihr inzwischen ein Aufsichtsverbot und eine Geldbuße von über 8.000 Euro. 2015 endlich soll die Hans-Hermann-Schule umbenannt werden. In einer Online-Umfrage stimmt die weit überwiegende Mehrheit für Elli Maldank. Benannt wurde sie nach einem Landschaftsmaler, von der SPD-Mehrheit genehmigt. Heinrich Plack war Schüler an Ellis Schule, als diese dort wirkte. In den 90er Jahren antwortete er auf die Frage, wie er heute den Fall Maldack sieht. Eine schwere Unrechtshandlung. Deshalb müsste dieser Fall ruhig nochmal dem Volk vorgelegt werden, um ihm zum Beispiel durch die Benennung der Schule nach Elli Maldack ins Gewissen zu werden. Umbenennung der Schule dürfte eine Nagelprobe sein, womit erinnert wird an einen Unrechtsfall, der in einem Rechtsstaat geschehen ist, um für alle Zeiten bei uns und in Regensburg so etwas auszuschließen, sollte die Erinnerung eingebrannt werden. Die Nagelprobe steht bis heute aus. Dafür gibt es mitten in Regensburg eine Straße, die nach einem millionenfachen Totschläger, wie Luther über sich selber, wie Luther sich selber bezeichnet, benannt ist. Nach einem Bauernschänder, Hexenverbrenner, Kindermörder, Judenhasser, die Dr. Martin-Luther-Straße. Dort in der Dr. Martin-Luther-Straße tagt der Regensburger Stadtrat. Wir wollen diesen Skandal nicht länger dulden. Wir fordern die Umbenennung der Dr. Martin-Luther-Straße in Elli-Maldack-Straße. Wir wollen, dass diese zentrale Straße nach einer Persönlichkeit benannt wird, die für Liebe und Menschenrecht steht und nicht für Hass und Totschlag. Wir wollen, dass diese Straße nach einem Vorbild benannt wird und nicht nach einem abschreckenden Beispiel. Wir wollen... dass diese Straße den Namen eines Menschen trägt, der einfach nur sich und andere frei sehen wollte. Ellis letzter Tagebucheintrag. Es waren seltsame Tage in den kalten Märztagen in Aumont, dem Dichterasyl, so einsam umhegt von Narzissenwäldern, so seltsam weh und traurig, so entsagend und voll Sehnsucht. Irene mit dem Märtyrerkranz ihrer dornenvollen Liebe, für mich ein ungewöhntes Aufgeben meiner Instinkte, ein unbekanntes, zwangsvolles Aufgehen im Anderen. Du musst den Sprung über den Abgrund wagen. Seitdem bin ich frei. So herrlich frei, dass ich wie auf einem Gipfel unter mir das sonnige Land des Lebens erblicke. Nun glaube ich endlich, meine fünf Sinne beieinander zu haben. Endlich, endlich kann ich Mensch sein. Die geknebelte, seit Kinderjahren systematisch abgetötete Natur hat wieder Gestalt angenommen. 14. Juli 1929 in der neuen Wohnung Orleansstraße 4. Auch äußerlich, frei von allen alten Ketten. Thank you.
Und nun die Umbenennung der, jetzt kann ich aussprechen, Dr. Martin Luther Straße in. In Elimal-Nachstraße. Ja, aber jetzt.